Na komm, Edo. Ja, genau, wir haben unser Level noch gar nicht verteilt. Ach, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich teile es ein bisschen auf. Ich will ein bisschen was in Speech, ich will ein bisschen was in Sneak, ein bisschen was in Science, ein bisschen was in Repair und ein bisschen was in Lockpick. So, ist hier was Neues dazugekommen? Sniper, Level 12. With a Sniper Perk, your chance to hit an opponent's head and vets is significantly increased. Ah, ich weiß nicht. Das ist halt, das gilt ja nur für Vets. Und da sind's in der Regel, benutze ich das schon nur für Kopfschüsse, wenn ich so bei 90% bin. Und das ist, wird nur eigentlich meistens im Nahkampf und dann bin ich schon bei 90%. Ja, weiß ich nicht. Plus 25% Schaden gegen Roboter. Sneaking up on a hostile robot undetected and activately. Activating it will put the robot into a permanent shutdown state. 20% HP Bonus bei Stimpacks. Kannibale. You gain the option to eat a corpse. You lose karma. Crime against nature. Ich glaube, ich hätte gern Robotics. Weil noch haben wir selten Robotergegner. Ich weiß aber, dass es immer mal wieder kommt bei Fallout und dass Robotergegner dann gerne mal sehr, sehr, sehr viel aushalten. Und das ist schon sehr von Vorteil dann. Ja, glaube ich, nehme ich das mal. Rivet City. Da haben wir es dann anscheinend schon. Die sagenumwobene Stadt, von der wir schon so viel gehört haben, wo wir so viele... Der schmeißt dann so einen ganzen Karton Kippen in den Mülleimer. Wo wir, wie gesagt, jetzt mittlerweile schon mehrere Quests haben, uns diese Stadt mal anzugucken. Also ganz ehrlich, dafür, dass es schon so alt ist und auf einer Konsole von 2005 läuft, also läuft natürlich jetzt auf der One, aber es wird nur emuliert, also es sieht nicht großartig besser aus als auf der 360. Sieht es echt gar nicht so scheiße aus. Das Beam-Prädikat gar nicht mal so scheiße. Ich würde mir ja Gedanken machen, wenn irgendwie Pilze unter dem Ausfluss wachsen. Laufen auf der One eigentlich auch Xbox-Spiele? Ja, aber das ist jetzt noch ein relativ neues Feature, aber du kannst jetzt auf der One alle Spiele, die für Xbox und Xbox 360 ausgekommen sind, spielen. Wobei alle relativ ist. Sagen wir mal die bekanntesten. Es sind nicht alle. Ich meinte ja, das ist so ein bisschen das Feature, das mir bei der PlayStation fehlt. Also wenn PlayStation 4 sagen würde, alle PlayStation-Spiele, die jemals rausgekommen sind, 1, 2, 3 und meinetwegen sogar noch irgendwie PSP und Vita laufen auf der PS4 Pro, würde ich sofort kaufen. Andererseits habe ich bei mir selber auch festgestellt, ich nutze dieses Feature eigentlich kaum. Ich habe so ein bisschen aus Spaß mal ein paar 360-Spiele eingelegt. Und halt bei diesen Download-Sachen ist es schon praktisch, weil du kriegst ja für die Xbox 360 auch jeden Monat zwei kostenlose Spiele, wenn du dieses Abo hast. Und die laufen halt auch auf der One. So wie halt dann Fallout 3 irgendwann mal dabei war. Wobei ich glaube, Fallout 3 war bei Fallout 4 einfach kostenlos mit dabei. Aber ansonsten nutze ich dieses Feature nicht.
Genau. So ein bisschen wie mit Splitscreen, ne? Das fordern irgendwie immer alle. Aber wenn die so in die Nutzerstatistik gucken, dann spielt einfach nie jemand Splitscreen. Und das gleiche ist auch noch für. Was war denn das dritte Feature, wo auch immer alle Verstehen. schreien? Singleplayer-Kampagnen in so großen Multiplayer-Spielen, in einem Call of Duty oder in einem. Ja, bei Battlefront zum Beispiel haben sie es ja dann weggelassen und haben irgendwie alle geschrien. Und ich wette, wenn sie jetzt Statistik gucken in Battlefront 2, haben sie. Na, bestimmt 30% Accounts, die nie den Singleplayer angespielt haben. Und von der gesamten Spielzeit vielleicht 3% Singleplayer-Anteil oder so. Bei allen Spielern insgesamt. Im Schnitt. Can you help me? I need water. Ach, ich glaube, ich habe Purified keins water, bei. please. Wenn ich was bei habe, kann ich dir das geben, aber. But please, if you find some, please. Aber wie gesagt, gerade dadurch, dass man halt da ja auch kostenlos Spiele bekommt, ist es, was jetzt kostenlos, ne, in diesem Abo, es ist halt ziemlich geil. Und wenn da jetzt Xbox 1, also von der ersten Xbox Spiele bei wären, würde ich da auch nochmal gerne ein bisschen was zocken. Ich muss mal gucken, ich habe noch ganz viele Spiele von der ersten Xbox zu Hause. Vielleicht zocken wir davon mal ein paar, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Welcome to Rivet City. Please wait while the bridge extends. Ja, genau. Also die meisten Leute spielen halt irgendwie so ein Multiplayer-Spiel vielleicht 300 Stunden oder sowas. Und egal wie toll ein Singleplayer ist, aber den spielst du halt einmal durch und dann ist er fertig und es sind dann vielleicht 8 oder so von den 300 Stunden. Man kann die Xbox Disc einlegen, es wird dann aber trotzdem runtergeladen, weil die Version kann die Xbox nicht abspielen. Wobei wir Hold it demnächst right there. eh State dabei your sind, business dass in die Rivet City. Internetleitungen schneller werden als die DVD-Laufwerke. Das heißt, es ist sogar ein Vorteil. Ja, ich glaube ja. So habe ich es zumindest verstanden. Ich habe es selber noch nie ausprobiert, muss ich zugeben. Ich muss mal gucken. Ich glaube aber, die Xbox-Spiele, die sind alle nicht hier. Die sind in Berlin. Wenn ich eins hier habe, dann könnten wir es sogar mal ausprobieren. Ich gucke mal gerade, ob ich eins hier habe, aber ich glaube nicht. Einen Moment. Ich habe zwei Spiele hier und zwar Jade Empire und Rainbow Six. Das könnte man sogar mal probieren. Jade Empire fand ich sogar ziemlich cool. Vielleicht hätte ich da sogar Bock drauf, das nochmal zu spielen. Auch wenn es nicht so gut war. Also nachdem man schon Spiele wie KOTOR und so hatte, war Jade Empire dann nur noch so meh. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was wir ihm antworten. Alle drei Antworten sind Quests, die wir haben. I'm looking for my father ist quasi unser eigenes Ding. Dr. Lee, weiß ich gerade nicht, mit welcher Quest zu tun hat. Entweder geht es da auch um unseren Vater oder es geht um den Replikanten. Und Research on the City's History, das will dieser eine in Megaton für ihr Buch. Just wandering around? Nee, wir sagen, ich finde das mit der Stadtgeschichte, das ist doch eigentlich ein cooler Grund. Research, huh? I can't help you there. But you're free to ask around inside. Just don't start any trouble. Alles klar. Is there anyone on the ship named Pinkerton? Are those rumors still floating around? Look, I don't have time for swapping ghost stories with you. Pinkerton's a legend, dead or long gone. Don't care much, as I've got real people to take care of. Go bother someone else. Ist Rivet City noch aus Fallout 2? Ah, Mann, ey, ich habe immer so wenig Ahnung und habe auch nur nicht so ein Gedächtnis.
Aber da war man doch auch auf so einem riesigen Schiff, wo da alle gewohnt haben. Mit dem man dann später zur Ölplattform gefahren ist. Why did all you decide to live on this rusty old tub? We're the safest, most secure city in the wasteland. Nothing can get in here without our say-so. Ich hab mich verlaufen, kannst du mir helfen? And I suppose. The door on the left goes to the stairwell. From there, just keep heading west. I don't exactly have time to worry about the history around here, now do I? I've got to worry about what's happening on it now. Wie, du hast keine Zeit? Was hast du denn gerade zu tun? Wenn ich jetzt hier nicht wäre, dann würdest du doch genauso hier rumstehen und gucken, oder? Carry on, then. Nie gezockt, kein Schimmer, okay. Carry on my wayward ground. Können wir direkt was looten? Okay, die sind anscheinend nicht böse, wenn man mal... direkt mal ein bisschen was mitnimmt hier. Dirty Water, wir müssen mal dran denken, dass wenn wir Wasser finden, dass wir dem armen Typen da hinten mal ein Wasser bringen. Was ist hier mit dem Flugzeug? Sieht irgendwie alt, aber funktionstüchtig aus, oder? Na, ich habe Fallout 2 ja im Stream durchgespielt und sogar ein Let's Play gemacht, aber es ist mittlerweile auch schon wieder so lange her, dass es nur noch so dunkel im Gedächtnis ist. Also ich weiß, dass wir, wo wir was gemacht haben, aber die Namen der einzelnen Orte sind schon wieder weg. Kaipu ist noch da. Oh Mann, die Häuser sehen echt alle furchtbar aus. Kaipo arbeitet daran, Marinecraft zu überholen, was Kicks angeht. What do you want? Ich weiß nicht. Where's your family? My mom is probably drunk and my dad's dead. Das klingt ja super. Good enough for you, asshole? Ey, der ist ja ein freundliches Kerlchen. What's your problem, mister? Ja, ich habe den Child at Heart Perk, damit kann ich besonders gut mit Kindern. I bet you aren't afraid of anything. Would you steal some ammo for me? Ah, oh, das ist aber nicht unbedingt das, was ich von ihm will. Eigentlich will ich nur mal mit ihm quatschen. Yeah, Dad built it to fight out the Mireworks. And Mom, she's like the Mirework Queen. Oh, ich will ihn nicht überreden, dass er für mich klaut. It's a boat. A really big boat. Ja, ein paar brauchst du schon noch. Whatever. Okay, also der James, wie heißt der? James Hargrave. Mal merken, wenn wir die Eltern treffen, dann wissen wir schon. Dann wissen wir wahrscheinlich auch sofort, warum der so kaputt ist. Achso, ich bin noch da, ja. Geh hier auch nicht weg. Was liegt denn hier? Ein Motorrad? Nee, keine Ahnung. Kommt man rein? Ich will mal noch hier oben rumlaufen, mal gucken, ob hier noch jemand ist. Bridge Tower. Nö, scheinbar ist hier nix. Na, dann gehen wir mal rein. Mal gucken, ob die anderen Leute hier freundlicher sind. Hallo? Hello.
Maybe you don't know who you're talking to. I'm Commander Danvers, Assistant Chief of Security. Whoa, I just wanted to ask you something. Yeah, well, I don't have time for newbies like you. You got something on your mind? Spill it. Alles klar. Ja, gut, kann ich aber verstehen. Wenn du Commander bist, dann willst du nicht, dass jeder Neuling sofort irgendwie dich anquatscht. Ach, ich weiß nicht genau. Wer war denn nochmal dieser Pinkerton? Ich speichere mal, bevor ich irgendwas sage. Weil es kann sein, dass ich irgendwie das Falsche dann sage und dann ist vielleicht nicht gut. Better be good. Don't you believe the rumors? His ghost is certainly not haunting the bow of the ship. Now if you'll excuse me, I... Okay, das ist okay. Oh, really? If someone took your stuff, go get it back. If they shoot at you, shoot back. Otherwise, I've got to see it for myself before I'm gonna do anything. Alles klar, okay, nee, nichts Schlimmes. Can I get a drink around here? James Hargrave kid, he acts like such a brat. He's trouble, that's what he is. I don't trust him, and neither should you. His mother's a drunk. Spends all her time in the muddy rudder. No Xbox? Okay. Can you tell me about Rivet City's history? Wahrscheinlich nicht, ne? Sorry, but I don't really... Ah, ja. Ja, was die Auswahl an Spielen angeht, ist die Xbox immer ein bisschen näher am PC, als es die PS4 ist. Was gute und auch schlechte Seiten hat. Gute Seiten, schlechte Seiten. Marketplace, ich gehe mal nach oben erstmal und guck, was hier noch so los ist. Bisschen im Mülleimer wühlen, macht immer einen guten Eindruck, wenn man irgendwo neu ist. Wollen wir mal alle erstmal aufwecken hier? Security wecken ist immer eine gute Idee. Was ist denn, wo kommen wir denn raus, wenn wir hier rausgehen? Ist ja auch mal ganz cool. Jede Menge Shotgun-Munition. Das Ding besteht auch nur noch aus Rost, oder? Okay, an die Locker darf man nicht rangehen. Die wecke ich mal nicht. Gucken mal. Ach, Toolbox, da dürfen wir wieder. Übernehmen wir mit. Hätte sich Angst einzustürzen? Ja, ich auch. Auch. Lunchbox. Okay, auch nichts Spannendes. Dann gehen wir noch eine Etage höher. Ein Roboter, vielleicht kann der mit mir reden. Sir, yes, sir. Private Jones reporting. Private, there's a security emergency on the flight deck. Ja, ich weiß noch nicht genau, warum ich ihn da anlegen sollte. Nur damit er jetzt abhaut. Sir, this slag heap is guarding the armory, sir. Sir, yes, sir. Ach so, dann kann ich die Armory bestehlen. Sir, you are not authorized to enter. Please don't make me show. Weil ich schon mal lieber, bevor er mich abknallt. So, und hier könnte ich es jetzt hacken. Wie ist der auf mich, wenn ich es jetzt hacke? Okay, das ist nicht ganz so schwierig wie die anderen Sachen davor.
Wenn nicht, werde ich es trotzdem verhauen. Yeah. What would you like to do today? Security log. Two more reports of Meyer log noises from the bow section. Oh, ich hasse diese Viecher. There isn't a damn thing that can be done about it. As soon as we clean out one nest, another moves in. I just wish everyone would stop bitching about it. Railing on the flight deck is still broken. Problem has been referred to the council. Brock got in a fight with a sister character. If it happens again, I'm going to have to kick sister off the ship. Caught James Hargrave stealing food at Gary's Galley. Emmy paid the fine, although he blistered my ears the whole time. Oh, es war jetzt nicht so spannend. Wo kommen wir hier raus? Noch eine Etage höher. Sniper-Munition. Die findet man nicht so häufig, von daher gut sie zu haben. Ja, die Sachen sind jetzt auch alle nicht so krass, dass ich da unbedingt ran wollen würde. Zumal überall immer so eine Ammo-Box rumsteht, wo ich mir eh einfach irgendwas klaue. Was leuchtet da? Kommt man da irgendwie ran oder ist es einfach nur eine Lampe? Oh Gott, ist gut, dass ich gespeichert habe. Ich fliege wahrscheinlich jetzt hier irgendwo gleich runter. Wäre man da vielleicht von der anderen Seite rangekommen? Nee, ne? Vielleicht eins weiter oben? Nee, das sind nur so Lampen. Da oben leuchtet auch einer. Das wird nichts sein. Wir müllen ein bisschen, wir wühlen ein bisschen im Müll und dann geht's noch eine Etage höher. Der Whisky war schon unser. Jetzt sind wir ganz oben. Hello. Hallo. Okay, auch nichts Spannendes. Dann hoffen wir mal, dass es weiter unten spannender ist, weil bisher war es aber nicht langweilig hier drauf. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, zumal gerade in dem Fall von Fallout 3, ich würde halt jetzt, obwohl ich es halt habe, echt nicht jetzt nochmal, ach Gott, jetzt habe ich das versehentlich gedrückt, würde ich ja natürlich jetzt echt nicht nochmal eine Xbox 360 anschließen. Mal abgesehen davon, dass es schwierig wäre, das zu streamen. Von da. Stars. Aber wie schon gesagt, bis auf die Download-Titel benutze ich das Feature auch irgendwie nicht, obwohl es halt irgendwie so ein geiles Feature ist. Aber eigentlich habe ich es wirklich nur für die Download-Titel. Das ist schon eine Ausnahme, dass ich noch irgendein Spiel habe. Und Fallout 3 zum Beispiel habe ich ja auch nur, weil ich Fallout 4 gekauft habe für die Xbox. Und dann ist es quasi auch ein Download-Titel. Okay, das ist immer mal das Gleiche. Na gut, dann gehen wir jetzt mal nach ganz unten. Good to see you. Da wurde irgendwas Rotes gerade auf der Karte angezeigt. Wo soll denn jetzt hier ein Gegner sein?
Na denn. Nee, ich streame das ja sowieso über einen PC, aber ich muss es ja auch irgendwie in meine Capture Card bekommen. Und meine Xbox 360 ist noch die erste Generation, die hat kein HDMI. Nee, in der Qualität kannst du es auch nicht von der One streamen. Vor allem nicht mit Chat-Einblendungen und Cam, wohin du willst und so weiter. Aber auch die Bildqualität kommt so aus der Xbox nicht raus, wenn du von der Xbox streamst. Von der Xbox One leider. Nein. Und manchmal wird man ganz schrecklich missverstanden von Kinect. Stop listening! Good to see you. Good to see you too. Acht Zimmer. Mit dem wollten wir. Oh, to Rivet City Market. Schachbrett kann man auch mitnehmen, ja. Ich glaube ja. Aber man kann leider mit dem nichts anstellen. Also man kann hier kein Schach spielen. Leider gerade nicht so viel Kohle, also ich bin mir nicht sicher. Bei diesen Vending-Machines kann man diese echt immer einfach mitnehmen, ohne dass man was bezahlen muss. Ich weiß nicht, ob die wirklich so funktionieren würden.